Guten Abend, herzlich willkommen an der Frankfurter Börse. In den Vereinigten Staaten wird heute Thanksgiving, eine Form des Erntedankfestes, gefeiert. Dabei werden jede Menge gefüllte Truthähne verspeist. Die amerikanischen Börsen sind wegen dieses Feiertags heute geschlossen. Und auch morgen gibt es in Übersee nur einen halben Tag lang Handel, weil sich viele Amerikaner den Rest des Tages dem sogenannten Black Friday widmen. Sprich, sie gehen einkaufen und eröffnen damit die Weihnachtseinkaufssaison. Das ist dann auch der Startschuss für den Einzelhandel in die heißeste Phase des Jahres. In Deutschland versucht der Handel ebenfalls, diesen Black Friday als Ritual und Startschuss zu nutzen. Gerade bei uns in Deutschland ist der Konsum der Bürgerinnen und Bürger eine tragende Säule der deutschen Wirtschaft. Für die Liebsten wird dabei viel Elektronik und Digitales eingekauft. Auch Schmuck, Kosmetik und Kleidung stehen oben auf der Liste. Mit Abstand am meisten aber wollen die Deutschen in diesem Jahr Gutscheine und Geld verschenken. Das gibt es in originaler Form jetzt eher selten im Handel zu kaufen. Es gibt aber auch Menschen, zumeist sind es Eltern oder Großeltern, die schenken Geld in Form von monatlichen Sparraten. Mangels Zinsen geht das vor allen Dingen an der Börse. Dort erwirbt man dann Anteile von zum Beispiel Unternehmen. Deren Anteilsscheine sind, je nach Branche, in diesen Tagen etwas günstiger, weil sich die Stimmung an der Börse, dem Wetter und auch den politischen Rahmenbedingungen angepasst hat. Auch heute bleibt das Leitbarometer im roten Bereich mit einem Schlussstand von 11.138 Punkten. Das sind 106 Zähler weniger als noch gestern. Ist das der Beginn einer Rezession, also eines Abrutschens der Wirtschaft und das Ende des Wachstums? Eher nicht, meinen Ökonomen und Unternehmer, denn die Wirtschaft, sie wächst weiterhin, aber eben langsamer. Ist das dann eine Korrektur an den Finanzmärkten, die weiter anhalten kann? Eher ja, denn sowohl starke Branchen wie Autohersteller oder auch Technologiewerte waren und sind gebeutelt und ziehen durch ihr Gewicht in den Verzeichnissen, wie zum Beispiel dem DAX, fast alle mit runter. Was bleibt, ist die Erkenntnis, dass eine Korrektur allemal besser ist als eine Rezession und man bis zur Besserung an den Finanzmärkten am besten versucht, selber sich Stimmung gut beizubringen. Durch die Freude zum Beispiel einzukaufen und anderen oder sich etwas Schönes zu schenken. Dabei wünschen wir viel Spaß und für heute einen schönen Abend, wo auch immer Sie uns zusehen.